Ich heiße Greta Schulz und ich wurde in Leitenhausen an der deutsch-bayerischen Grenze geboren. Mein Vater war in der Zeit vor dem Krieg ein Puppenmacher. Er selbst hat mir diese vier Puppen gemacht. Er sagte, sie würden meine Freunde sein, bis er aus dem Krieg zurückkommt. Meine Puppen sind seitdem meine besten Freunde gewesen.